Und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial in Life is Feudal. Ich will euch heute zeigen, wie man hier zum ehrenwerten Schmied wird. Dafür fangen wir ganz vorne an. Das heißt, wir müssen erst Ressourcen suchen. Ich gehe jetzt erstmal in die Skills. So, wie man leider Gottes schon ein bisschen sieht, habe ich schon ein bisschen was gemacht. Aber ich zeige es dennoch von vorne. Am Anfang des Ganzen steht erstmal die Suche nach den Ressourcen. Für die anfänglichen Ressourcen reicht Copper Ore, das heißt Kupfer. Das kann man schon gleich zu Anfang mit Level 0 suchen, beziehungsweise finden. Und steigert sich dann in die verschiedenen Wertigkeiten. Ab Level 30 wird einfach nicht, ja, kommt Eisen hinzu und die Reichweite des Suchens wird erhöht. Ab Level 60 kommt Silber hinzu und Level 90 Gold. Und bei Level 100 wird nur noch mal die Reichweite erhöht. Zum Rest komme ich dann noch. Wie sucht man Ressourcen? Ressourcen einfach Rechtsklick auf dem Boden. Prospecting. Dann haben wir hier die Ressourcen. Am Anfang wird wahrscheinlich nur Kupfer oder vielleicht noch Eisen sollten da sein, mehr nicht. Da wir ein bisschen öfter suchen müssen, bis wir was finden, können wir ruhig Rechtsklick drauf, damit wir das in der Schnell oben in der Default-Leiste haben. Und Prospect Copper. Dann öffnet sich so ein kleines Fensterchen, mit dem wir auswählen können, den Radius. Der geht bei mir bis 94. Am Anfang wird er wahrscheinlich so um die 50 sein. Was aber durchaus ausreicht, weil das sind 40 Blocks und ein Block ist, wie man sieht, so groß. Wenn man sich das jetzt vorstellt, wie viel 40 Blocks sind, das ist dann von hier bis zum Berg irgendwo wird dann was sein oder hier bis zum See. Von daher, man kann ruhig ein bisschen größer schon mal anfangen, um überhaupt ungefähr die Richtung zu haben. Hat man dann ungefähr die Richtung, geht man dann Stück für Stück immer kleiner, bis man dann ungefähr bei 2 oder 4 ist und dann muss man dann halt noch genauer schauen. Hier fangen wir mal an mit, ich glaube 18 müsste reichen, oder ich glaube noch kleiner. So, der Balken füllt sich und schon sagt er uns, wir haben Traces, wir haben irgendwas gefunden. Wir haben Spuren gefunden von diesem Metall. Wir gehen jetzt mal weiter. Ich glaube 10 müsste hier auch noch gehen. Ja, 10 geht auch noch. Gehen wir runter auf 8. Geht auch noch. So, runter auf 6. Und schon können wir nichts mehr finden. Das heißt, irgendwo zwischen 6 und 8 Feldern muss hier eine Ader sein. Es wird natürlich nicht verraten, in welche Richtung, Nord, Süd, Ost, West oder in die Tiefe. Muss man selbst rausfinden. Deswegen gehen wir jetzt mal einfach auf die Suche. Wir gehen jetzt mal zwei Felder nach da. Und das war ja bei 8 haben wir noch was gefunden. Dann suchen wir nochmal bei 8. Und wir können hier nichts mehr finden. Das heißt, ganz einfach, das ist die falsche Richtung. Wir gehen dann in die andere Richtung. Okay, und schon habe ich es verraten. Dort müssten wir was finden. Hallo, jetzt will's nicht. Das heißt also rein theoretisch, irgendwo hier drunter, wo wir am Anfang mit 8 gesucht haben, muss eine Kupferader sein. Ich habe es mir jetzt mal erspart. Wir haben ja schon ein bisschen was gefunden. Dennoch zeige ich euch, wie man dann das Ganze hier aushebt. Man selektiert hier einfach den Bereich
Wir getunnelt downward. Das heißt, wir graben nach unten. Das dauert jetzt auch ein klein wenig. Dann sehen wir, dass wir hier ein bisschen was an Erde rausnehmen. Insgesamt 40. Und schon bin ich überlastet. Bei mir geht noch. Ich kann hier schon insgesamt 240 an Dreck tragen. Das Ganze wird ja in Steinen gerechnet. Wenn wir die Maus drüber halten, 240.000 Stones oder 240,000 kann es natürlich auch sein. Ich glaube 240,000, das ist die richtige Bezeichnung, es sind nicht so viele Steine. Ja, da wir jetzt voll sind, müssen wir den Dreck entleeren. Gibt zwei Möglichkeiten, entweder Inventar auf, Rechtsklick drauf, auf den Grund werfen, auf den Boden werfen. Man kann es auch mit Terraforming Gelände anheben machen. Geht so aber eigentlich schneller. Und man hat einen Überblick, wann es leer ist. So, und noch einmal. Es ist immer gut, dass wenn man irgendeine Aktion öfter machen will, dass man die sich dann gleich auf die Default-Aktion legt. Dann braucht man immer nur noch mit Linksklick das Ganze dann zu spammen, bis man irgendwann mal das Ganze hier weg hat. Ach, mir ist die Puste ausgegangen. Bin eh voll. Was mir auch gerade noch eingefallen ist, was wichtig ist, man kann noch nicht direkt in den Boden sich eingraben. Dafür braucht man einen Skill, das ist der Terraforming Skill. Ganz am Anfang kann man nur das Terra hochschaufeln oder was wegschaufeln. Bei Level 30 kann man es plätten und erst ab Level 60 kann man überhaupt einen Tunnel graben. Das heißt, für einen Mineur ist Terraforming bis Level 60 auf jeden Fall ein Muss. Ansonsten steht man nur davor, kann dann mit Rechtsklick, wo ist es? Terraforming, nur Raise Ground, Lower Ground machen. Es kommt dann später noch Flatten Ground dazu und dann erst ab Level 60 dicke Tunnel. Achso. Jetzt habe ich natürlich einen Trick dabei. So, machen wir uns wieder leer. Wie man schön sieht, es reicht nicht einmal nur an diese Wand sich dran zu stellen und einmal zu hauen, dass die dann weg ist. Man muss wirklich ein paar Touren Dreck hier rausholen. Das waren jetzt schon 2x240. Und mal schauen, vielleicht kriegen wir noch eine Toure raus. Und schon haben wir ein Stück tiefer gegraben, die Mine. So. Da ich hier schon was vorbereitet habe, ich klinge irgendwie wie gerade so eine Kochshow. Zeige ich euch das Ganze jetzt noch. So. Wir waren nämlich so frei, wir haben hier schon ein bisschen tiefer gegraben, haben uns einmal im Kreis gedreht und dieses etwas glänzende ist dieses Kupfer. Wenn wir hier auch mal nochmal überprüfen.
Das war's nicht. Im Umkreis von 2, er müsste mir jetzt was Positives bringen. Nee, natürlich nicht. Ich muss nämlich noch eins dran. Das heißt, dann seht ihr wenigstens, wie nah ihr wirklich an die Ader ran müsst, um was zu finden. So, das war jetzt im Umkreis von 4. Und schon eins, zwei Felder weiter ist die Ader. Und wenn ihr so eine Ader gefunden habt, auf jeden Fall darauf achten, dass ihr dann die Aktion ändert. Dann nicht mehr dicke Tunnel, sonst steigt ihr nicht mehr in dieser Fähigkeit. Gehen wir nochmal da rein. Ab dann Mining benutzen. Dann nur so steigt ihr im Mining, wenn ihr wirklich Mining benutzt. Ihr könnt das Erz auch mit Tunnel ausheben aus dem Gestein schlagen. Aber der Skill wird dann nicht erhöht. Musste ich schmerzlich erfahren. Nach einer Zeit graben ist nämlich nichts passiert. Kleinen Moment, muss man kurz was essen. So. Was mit diesen Level, mit den Level Caps im Allgemeinen in, ja, standardmäßig überall in allen ja, Fertigkeitsbäumen ist, jetzt habe ich es, ist ganz einfach. Um den nächsten Skill freischalten zu können, braucht man Level 30. Ab Level 30 schaltet sich der nächste Skill überhaupt frei. Dann kann man da irgendwas machen, um diesen nächsten Skill über Level 30 zu bringen, muss der vorherige Skill die Stufe vorher ebenfalls erreicht haben. Das heißt, Level 60 muss mindestens erreicht sein, damit ich hier im zweiten Skill über 30 kommen kann. Und das zieht sich hier weiter. Es gibt einen kleinen Cut. Ab Level 60 kann man die darauf folgenden Fertigkeiten auch weiterhin skillen, ohne dass der vorherige Skill mit skillen muss. Das heißt, man braucht bis Level 60 zu gehen, bisschen drüber vielleicht. So genau lässt sich es leider nicht einstellen. Und ab dann kann man mit den anderen hinten weiter hinterliegenden Skills dann die ordentlich skillen. So, wir wollten jetzt noch ein bisschen Kupfer rausholen, damit wir das auch später einschmelzen können. Es geht mir die Puste aus. So. Wie man gerade schon so schön gesehen hat, das beim Minieren ist einer der wenigen Skills, die einfach weiter spammen, bis einem die Puste ausgeht. Das heißt, einmal angeklickt, macht er so lange weiter und nimmt Erze raus, bis halt ihm die Luft ausgeht. Das reicht bei mir jetzt gerade für zweimal. Das heißt, das sind dann schon wieder 80 Kupfer, die ich da rausgenommen habe. Und mit 160 gehen wir jetzt mal hier runter an unsere Schmiede. So, einen wegweisenden Zaun zum Dorf, beziehungsweise vom Dorf hoch zur Mine. Wird es leider schon wieder so dunkel, aber wird jetzt noch ausreichen, um wenigstens das, ups, Schmelzen und Schmieden zu zeigen. So, am Anfang habt ihr hier diese, na, geh her, diese Schmelzöfen. Und in denen wird dann das ganze Material dann eingeschmolzen. Was sich bewährt hat, ist einfach 60 mal von diesen Erzen da reinzuschmeißen. Also,
Das ist ein Zwischenlager. Und den Rest dann mit Holz aufzufüllen. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? So, hier muss ich noch den Rest gerade reinschmeißen. Dann brauchen wir Zunder. Das war hier in dieser Tasche, verdammt. So, wir nehmen uns ein bisschen Holz. Feuern die Öfen an. Wie man die ganzen Öfen baut, das kann der Konstrukteur alles bauen. Das werde ich euch dann in einem anderen Tutorial zeigen. Da es doch teilweise ein bisschen komplexer ist, wobei diese normalen Schmelzöfen sind, glaube ich, nur aus Stroh, was ist es, Lehm und Wasser. Das geht dann noch. Die kann man auch recht früh schon herstellen. Aber diese Schmiede, da braucht man dann doch schon ein bisschen mehr Zeug. So, wenn wir den Ofen hier bestückt haben, einfach erstmal anfeuern, dann sehen wir die Temperaturanzeige. Die ist beim ersten Mal auf 500 Grad. Das reicht noch nicht, um das Eisen oder allgemein diese Erze zu schmelzen. Wir müssen hier den Blasebalg betätigen. Das Ganze ruhig viermal, bis wir auf 1500 Grad sind. Ab dann geht's nicht mehr weiter. Zumindest mal nicht mit dem Holz. So, das kann dann derzeit mal blubbern. Dann machen wir das hier auch. Im Gegensatz zu den einzelnen Öfen hier hinten ist das hier schon so eine kleine Schmiedewerkstatt. Das sind eigentlich zwei Bauteile in einem. Forge and Anvil nennt sich das Ganze. Das heißt, wir haben hier die normale Forge, den Ofen und den Amboss. Um die herzustellen, braucht man halt einen Amboss. Den muss man sich erstmal einschmelzen. Für den Amboss zu schmelzen benötigt man jedoch noch eine Form. Die kann ebenfalls der Baumeister aus Lehm herstellen. Und insgesamt 8 von diesen Kupfer-Ingots. Braucht man, glaube ich. Ja, Kupfer-Ingots. Reicht dann für den Anfang, also aus Kupfer das Ganze herzustellen. Für die meisten Rezepte sehen wir dann gleich, wenn ich das mit dem Schmieden zeige. Wobei, das könnte ich eigentlich dazwischen schieben. Ist zwar jetzt eigentlich in der Anordnung gerade ein bisschen falsch rum, wenn man zuerst schmilzt und dann schmiedet, aber ja, hör auf dich zu beschweren. Ich weiß, dass ich mich verklickt habe. Wie man hier sieht, wenn man das Ganze angefeuert hat, geht hier der Balken ganz langsam hoch. Und wenn er ganz hinten ist, da hinten ist es weiß, dann ist es fertig und man kann die Schmelze abkippen und die verschiedenen Barren gießen. Gerade im Überlegen. Ich glaube, ich müsste mal ein bisschen Zeug holen, weil wir. Wo haben wir es denn? So, da in der. Genau. Da ist es. Hier in unserer Werkzeugkiste gibt es
dieses Primitive Crucible and Stick, das ist eigentlich nichts weiter wie eine primitive Gussform oder ein primitiver Schöpflöffel, mit dem man überhaupt das ganze Metall aus diesen Öfen in diese Barren gießen kann. Da wird eigentlich ganz einfach wie jedes primitive Werkzeug aus einem Ast, ein paar Steinen und Plantfiber hergestellt. Wie viel benötigt, müsste man dann mal schauen. Das haben wir dann, haben wir aber, glaube ich, über primitive Werkzeuge herstellt, ganz am Anfang schon mal kurz gezeigt. Da ändert sich eigentlich nichts. Was wollte ich jetzt noch zeigen? Tee. Da. Ich habe hier schon ein bisschen fortgeschritteneres Werkzeug. Das kann man sich dann später schmieden. Ist aber das gleiche. Das einzige, was sich halt ändert, sind halt die Qualitäten. Wenn wir hier drauf schauen, Qualität von 46. Jetzt gehen wir nochmal nach zu diesem Steinwerkzeug. Qualität von 42, das war jetzt ein tolles Objekt. Okay, normalerweise, je besser das Werkzeug, mit dem man etwas herstellt, desto besser ist dann auch das Endprodukt. Und das steigert sich dann immer weiter. Also Werkzeug, Grundmaterialien ergeben dann natürlich das bessere Endprodukt. Das heißt, mit gutem Metall, einem guten Werkzeug, kann ich dann auch sehr, ja, wirklich gute Werkzeuge herstellen. So, wie sieht's denn hier jetzt aus? Ah, verdammt. So, man darf natürlich das Feuer nicht vergessen, wenn man jetzt... Meine... Immer wieder verklickt. Puh, rechtzeitig. Sollte man mal vergessen, das Feuer anzuschüren, so wie das hier ausgeht, die Temperaturanzeige, fängt das mit dem Eisenschmelzen oder mit dem Metallschmelzen komplett wieder von vorne an. Das heißt, sollte man es wirklich vergessen, kurz bevor man die richtige Temperatur hat, hat man einen Haufen Holz für nichts verfeuert. Das heißt also, an der Schmelze ist man echt dran gebunden. Da kann man nicht einfach mal eine Zeit lang weggehen. So, ehrlich gesagt dauert mir das jetzt zu lange. Ich hätte da mal was vorbereitet. So, Stick. Handles. Ich schnapp mir jetzt einfach mal ein bisschen was. So, Erklärung kommt, folgt. Erstmal muss ich nochmal nach den Öfen gucken. So, jetzt reicht's mir aber. Wie wir hier schon sehen, ab und zu geht auch die Temperatur runter. Und zwar von selbst, dann muss man ab und zu mal nochmal nachblasen. Kurzes Blasebalg betätigen, damit die Temperatur nochmal hochgeht. Solange es hier in dem Bereich 1500 und 1000 Grad ist, passiert hier mit dem Metall eigentlich nichts. Also die Temperatur sinkt da nicht, es bleibt dann einfach so, es steigt dann nur nicht mehr weiter. So, manage. Same procedure hier. So, während die Schmelze hier schmilzt, zeige ich euch mal, wie man das Ganze hier zusammenbaut. Bevor ihr, also wenn ihr zum ersten Mal diesen Amboss hier habt, benötigt ihr einen primitiven Hammer. Mit diesem primitiven Hammer
könnt ihr euch die ersten Werkzeuge herstellen. Das erste Werkzeug, was es dann wird mit diesem primitiven Hammer, ist, Moment, Forging, Manage Tools, ist dieser Blacksmith Hammer. Der ist Ausgangsmaterial für alle weiteren Rezepte. Der braucht auch nur einen normalen Ast und halt einmal Ingot. Mit dem Klick auf Craft stellt er den dann her und ab dann mit diesem Blacksmith Hammer, also mit dem Schmiedehammer, öffnet sich dann die anderen Rezepte. Da ich ja schon einen hab, seht ihr den Rest. Wichtig ist, sind dann natürlich die Hauptwerkzeuge wie die Schaufel. Dafür brauchen wir diese Bars und diesen Händel. Wie man diesen Händel herstellt, das seht ihr in den im Tutorial vom Holzfäller bzw. Förster. Das hat Rai netterweise schon soweit gemacht und folgt, glaube ich, jetzt nach diesem Tutorial. Die Hatchet für Holz zu fällen. Ist auch wieder diese Händel und Ingots. Dann haben wir die Pickaxe. Ebenfalls Ingots. Und die Säge. Sind wir wieder bei Bars. Somit sieht man, hauptsächlich braucht man halt diese Ingots und diese Bars für diese Werkzeuge herzustellen. Moment, ich darf die Öfen nicht vergessen. Eieiei. Wie man schon sieht, man schmeißt hier einiges an Holz rein. Wie es halt hier in diesem Spiel echt halt wirklich üblich ist, man kommt alleine einfach nicht wirklich klar. Man braucht einfach Helfer, die einem helfen. Oder man muss sich mehrere Charaktere erstellen. Denn um gutes Holz herzustellen, braucht man halt einfach einen guten, guten Holzfäller. Denn nur mit ordentlichem Holz bleiben die Öfen lang warm. Und der Schmied muss nicht andauernd hin und her rennen. Beziehungsweise der Schmelzer. So. Wie wir sehen, wir haben es gleich. Genau. Hier ist die Anzeige jetzt komplett hinten. Das heißt, wir können jetzt hier auf Melt drücken und haben dann hier unsere Anzeigen, was wir schmelzen wollen. Das ist Ingot. Also ein so ein Ingot verbraucht 20 Erze. Die Copper Bar verbraucht 4 Erze. Ein Nugget verbraucht 1 Erz, man bekommt aber 2 Nuggets raus. Nuggets werden hauptsächlich benötigt für Nägel. Diese Bar für Werkzeuge. Genauso wie die Ingots. So, wir machen mal eine Bar. Oder ein paar mehr. So, da wir jetzt schmelzen, könnte man eigentlich das auf die Standardfunktion nochmal erlegen. So, wir haben ja hier 60 Erz drin. Mit diesen 60 Erz müssten wir ja dann 15 von diesen Barren rauskriegen, von diesen Bars. Die werde ich dann jetzt mal machen. Leider gibt es nichts Schnelleres wie dieses Geklicke. Aber man gewöhnt sich dran. Schwierig wird es erst, wenn man jede Menge von diesen Nuggets machen muss, um Nägel herzustellen. Dann steht man hier eine Zeit lang. Deswegen gießen wir jetzt mal gerade schnell diese 15 Bars hier raus. Nice.
4, 9 Stück haben wir. Ja, das ist eigentlich die Hauptarbeit eines Schmelzers. Wobei sich Schmieden und Schmelzen recht gut miteinander verknüpfen lassen, denn so viel zu schmieden gibt es jetzt für eine kleine, für so ein kleines Dorf hier jetzt echt nicht. Wenn man hier eine ganze Insel mit, was weiß ich, 64 Spielern ja, versorgen soll, sieht es vielleicht anders aus. Da geht noch einer. Jetzt ist er leer. Und wenn man nicht mehr braucht, einfach ausmachen, fertig. So, hier schauen wir erstmal nach dem Feuer. Und dann brauchen wir ein paar Nuggets, wir brauchen noch mal ein paar Nägel. Wie ihr schön seht, einmal Nugget rausgeholt oder einmal Nugget geklickt, zweimal Nuggets bekommen. Also die Nägel sind eigentlich recht wichtig für die Baumeister. Damit werden viele, viele Gebäude und andere, ja, andere Konstruktionen gecraftet. Das heißt, Nägel kann man immer ordentlich herstellen. Dann machen wir doch gerade mal ein paar Nägel. Das sehen wir. Nails. 14 von diesen Lumps haben wir. 14 Klumpen und wir kriegen pro Klumpen 10 Nägel raus. Ich will einlaufen. So, dann stellen wir doch gerade noch diese paar Nägel her. Und das war es dann eigentlich soweit, wie wir den Rest herstellt, wie jetzt Waffen und Rüstungen schmieden, werde ich jetzt am besten in einem neuen Tutorial dann zeigen, denn dafür werden andere Rezepte gebraucht und andere Materialien noch dazu. Soweit sind wir zurzeit noch nicht, aber ich denke, wir stehen kurz davor. Ich hoffe, es hat euch wenigstens ein bisschen das Handwerk des Schmieds und ja, Schmelzers, des Mineurs soweit näher bringen können, erklären können. Weitere Tutorials folgen. Und dann schaltet bei denen auch noch ein. Lasst Kommentare da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.